habe meine Kontaktlinsen reingemacht und kann jetzt alles noch besser sehen. Jetzt plane ich und baue das alles noch viel besser. Hier haben sie nicht genug Arbeiter. Arbeitermangel. Hier wohnen noch genug Leute in der Gegend. Warum arbeiten denn da keine? Sehr seltsam. Hier wird der Müll nicht abgeholt. Das muss ich alles noch ein bisschen einpendeln. Ich würde eh hier nochmal... Also die Autobahn... Ich überlege mal grob, ich kann sie noch nicht bauen, weil ich das Gebiet noch nicht habe. Die Autobahn wird dann hier so lang gehen. Ich glaube, ich brauche hier nochmal so eine Straße runter. Also wenn die Autobahn nachher hier so lang geht. Wie wird das denn nachher denn hier aussehen? Alles gar nicht so einfach. Alles gar nicht so einfach, ich sag's euch. Ich will irgendwie so eine Serpentinenstraße auch hier runter. Hier ist aber eh so ein... Hier ist eigentlich eh Schluss. Gefälle zu steil. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie ich da hier eine Straße runterkriege. Fälle zu steil. Ne? Jetzt muss man hier mal gucken, wie ich hier eine Straße runterkriege. Okay. Irgendwie muss ich doch hier in diese Senke kommen. Zum Beispiel. Okay, ich muss hier irgendwie an dem Hang runter. Das machen wir so. Na guck, geht doch sogar. Noch eine Ebene höher. Nee, es geht noch nicht ganz, Ja, muss man hier so ein bisschen enger bauen. So. Ja, alles nicht so einfach. So. So, jetzt machen wir hier die Kurve. Das ist an der Flanke des Berges entlang. Vielleicht kriegen wir die auch einfach hier so schräg runter. Hier die Kurve hier rum. So, mal gucken. So, und jetzt hier so runter. So. Das war gar nicht so schlecht. Haben wir da noch eine Anbindung? Finde ich doch ganz nett. Finde ich doch ganz nett. Haben wir da noch eine Anbindung an das Viertel. Und dann können wir vielleicht hier noch die Leute hier runterfahren. Dann geht das vielleicht mit dem Arbeitermangel ein bisschen besser. Das hat sich jetzt hier eingegroovt. Ich reiß mal die paar Gebäude ab, die am Anfang zu früh entstanden sind. Und wo das noch nicht geklappt hat. Da entstehen aber halt neue. Und die anderen haben ja inzwischen ihre Arbeiter. Sind zwar alle überqualifiziert. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber so ist es halt manchmal. Okay. Und hier haben wir immer noch das Verkehrsproblem. Ah, ich mag das Verkehrsproblem echt nicht an. Ah. Zu wenig Arbeiter.
Und sie brauchen noch Wohngebiete. Dann nutze ich das einfach mal und baue hier noch ein Wohngebiet. Und kann mich dann noch ein bisschen davor drücken, ein neues mich um den Verkehr zu kümmern. Ja, Arbeitermangel, Arbeitermangel. Ja, die Arbeiter kommen ja gleich. Da hinten ziehen jetzt schon neue Leute ein. Guck. Und dann arbeiten die bald alle bei euch. Und okay, ich kann den Verkehr nicht mehr lange ignorieren. Der führt schon zu großen Problemen in der Stadt. Lange kann ich das nicht mehr ignorieren, aber bald habe ich den neuen Meilenstein. Der freut mich viel mehr. Der Friedhof wird immer noch entleert. Oh, schon eh keiner mehr drin. Man kann es ruhig mal wieder aufmachen. Was ist hier los? Geringer Bodenrichtwert. Ja, da fehlt ihnen immer noch... Das ist der Lärm hier. Der Lärm ist das, was die Leute hier nervt. Damit sind sie nicht zufrieden. So, das Viertel wächst schön. Hier arbeiten auch genug Leute. Okay, bis die Feuerwehr mal hier ist. Wird wahrscheinlich von da oben kommen, oder? Die Feuerwehr. Wo ist denn die nächste Feuerwehr? Die ist hier. Es müsste eigentlich von da hier runterfahren. Ist denn da schon jemand? Da sind schon zwei Feuerwehrwagen rechtzeitig gekommen. Die kommen garantiert von da oben. Gut, dass wir da diese Straße gebaut haben. Mal schauen, ob, wenn das jetzt fertig ist, wie sie hier wieder zurückfahren. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass sie nicht auf der Stelle wenden können. Jetzt fahren sie wieder zurück. Hey, ich will ihnen noch folgen. Gucken, wo sie denn zurückfahren. Ja, sie fahren da rechts. Und dann fahren sie da die Serpentin wieder hoch. Das ist die neue... das ist hier diese neue Uferstraße. Die ist eigentlich ganz schön. So viel Waldgebiet hier. Das gefällt mir echt gut. Sonst fährt ihr wahrscheinlich rechts. Und dann da die Serpentinenstraße rauf. Ja. Zwischendurch mal das Martinshorn an, damit keiner nervt. Das war hier eine ganz schöne Straße hier. Haben sie irgendwie oben Stress oder was? Müssen sie gleich wieder zum Einsatz? Oder warum geben sie so ein Gas mit dem Martinshorn? Fahren die direkt zum nächsten Einsatz oder fahren die eigentlich... Die fahren gar nicht zurück ins Fischdingens, oder? Die fahren direkt zum nächsten Einsatz. Habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, wo sie hinfahren. Ne, doch, die fahren erstmal zur Feuerwehr. Doch nicht. Doch nicht zur Feuerwehr. Wo fahren sie denn hin? Waren sie jetzt, da kamen sie doch gerade her. Jetzt fahren sie wieder runter. Vielleicht mussten sie Wasser voll... Obwohl, Hydranten gibt es ja eigentlich auch. Also, sie sind ja auch nicht mal in die... Da unten brennt es schon wieder. Warum sind sie denn erst komplett zurückgefahren? Das soll einer verstehen. Geben aber ordentlich Gas. Kann nichts sagen. Kommen sie rechtzeitig? Aussteigen, Jungs. Ja, gut gemacht. Und wieder nach Hause. Ja, gut. So, das reicht jetzt. Nett. Und im Gebiet hier unten. Hier fehlen wieder ein paar Arbeiter, aber das kriegt ihr auch noch hin. So, jetzt alle Nachfrage nach allen Gebietstypen besteht. Das heißt, es läuft prinzipiell ganz gut. Hier unten, habe ich kein Wasser. Das sollte ich mal schnell machen, bevor die gleich wieder ausziehen, weil sie kein Wasser haben. Ne, ein Ticken näher ran. So passt doch. So. Jetzt haben sie auch Wasser. Ohne Wasser ist ein bisschen schlecht. Und dann, wenn hier noch mehr neue Leute wohnen, müsste es doch hier auch wieder funktionieren mit der Anbindung.
Ich bin so faul. Ich habe keine Lust da, das anzugehen. Das scheiß Verkehrszeug. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Hier ist das abgebrannt, aber ist die Feuerwehr ganz in der Nähe. Auch eine Frechheit. Gar nicht so weit weg da. Ich baue die Straße mal noch ein bisschen aus hier. Dann wohnen auch noch mal mehr Leute und dann können sie noch mehr komischen Arbeiter, die sie anscheinend die ganze Zeit vermissen. So. Ups, die zweite Straße hier oben machen wir dann auch gleich noch. Und auch hier machen wir wieder so einen lustigen Bogen rein. Ich mag die inzwischen, ich mag die eigentlich ganz gerne. Da brauchen wir sogar noch ein bisschen die Straße, die hier so lang geht. Die Straße, die sich da annähert. Und die den Bogen hier wieder machen. So. Werde ich hier oben wieder. Es funktioniert eigentlich soweit ganz gut immer mit den Bürogebäuden. Ne, ihr nicht. So. Hier auch noch. Der äußere Bogen wieder Bürogebäude. Dann. Na, so viel besteht aber gar nicht Bedarf. An den Gewerbegebieten. Falsches Tool. So, jetzt noch Wasser. Wasser. Hier fehlen immer noch ein paar Leute, die hier arbeiten. Das müsst ihr jetzt noch bald mal klären. Ja, es wird auch gerade schon besser. Geht doch, da sind noch eigentlich genug Leute. Passt! Jetzt habe ich wieder. Ich mache es in der nächsten Folge. Und nächste Folge kümmere ich mich um den Verkehr. Habe jetzt noch keine Lust. Ich weiß noch ein paar neue Gebiete aus. Baue noch ein bisschen fröhlich vor mich hin. Und dann kümmere ich mich um den Scheißverkehr. Echt keine Lust zu. Echt keine Lust zu. So, eine Straße geht hier noch. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Das passt dann auch hervorragend zu dem anderen Gebiet da drüben. So. Bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet braucht man hier. Ruhig nochmal ein bisschen mehr. Hier brauchen wir gar nicht so viel Office-Gebäude. Ein paar sind ganz gut, aber da ist ja so viel Industrie in der Nähe. Da sollen die ja auch arbeiten. Und Leute. Leute, Leute, Leute. Ich will ja 34.000 Einwohner erreichen, damit ich noch ein Gebiet kaufen kann. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen, zu den 34.000 Einwohnern. So lang kann das alles nicht mehr dauern. Die Straße verlängere ich mal hier durch. Geht nicht. Ist ja witzig. Zu steil. Na gut, dann ist halt zu steil. Dann halt nicht. Hier ist echt viel Verkehr. So viele Übergänge gibt es hier nicht. Hier gibt es noch einen Übergang, hier gibt es noch einen Übergang. Das passt. Wie sieht eigentlich die Stadtviertel aus? Das kann ich mal hiermit erweitern. Das wird einfach hiermit erweitert in die Richtung. So, das ist alles eins. Bis hier zur Autobahn. So. Das Viertel ist hier unten auch richtig. Das hier oben auf dem Berg auch. Passt.
Dann gelten die Richtlinien nämlich von dem Viertel auch für das. So soll es nämlich sein. So, wie sieht's aus? Haben wir hier endlich mal Fünfergebäude? 4,5, 4,5. Das fehlt immer noch so der letzte. Na, fast 5. Nicht schlecht. Fehlt immer noch so der letzte Tick. Wie sieht es denn hier unten aus? Das ist gerade auf 4 gegangen. Fehlt immer noch ein bisschen was. Ein paar Gebäude, ein paar Einrichtungen, ein bisschen mehr Dienstleistungen und so weiter, damit das insgesamt da besser wird. Hier ist wieder ein bisschen verlassen, weil sie nicht genug Arbeiter hatten. Kommt hier die Polizei, sag ich Polizei, kommt hier Feuerwehr rechtzeitig, es brennt. Müsste von hier oben schon runterkommen, da kommt schon der Feuerwehrwagen. Sehr schön, das gefällt mir auch. Und das neue Gebiet hier wird auch ausgebaut, hier im Geschäft. Ah, meckern sie wieder, weil sie nicht genug Arbeiter haben. Die sind alle überqualifiziert. Das habe ich auch schon mal gelesen. Wenn die Leute zu gut ausgebildet sind, hat man manchmal in der Stadt auch Probleme. Weil die Leute, die halt dann studiert haben und sonst was, nicht unbedingt dann so ein, weiß ich nicht, Regale einräumen wollen, nachdem sie studiert haben oder so. Oder am Band arbeiten. Und deswegen dauert es manchmal, bis sie dann Jobs annehmen, bis für die sie überqualifiziert sind. Also es ist natürlich irgendwie schön, wenn man dann die Stadt so weit nach vorne bringt, dass dann die Büros funktionieren, weil die Büros, da kann man ganz nachgucken. Da steht überhaupt gar nicht da, was es genau macht, aber ich glaube, die haben höhere Steuereinnahmen, Bürogebiete als Industriegebiete auf gleicher Fläche. Ganz auf Industrie verzichten will ich nicht. Allerdings, da das auch wichtig ist und Rohstoffe direkt in der Stadt produziert, was ja irgendwie auch ganz nett ist. Und deshalb mache ich das lieber so. Aber das geht besser. Und deswegen ist der Mix aus Bürogebieten und auch Industrie in der Stadt dann durchaus sinnvoll. Vielleicht kann ich hier noch einen Bogen hinten rum machen von der Straße. Ich muss das ein bisschen anders anschließen, mal gucken, ob das geht. Eigentlich soll es gerade sein. Eine Kurve, vielleicht so. Direkt unter der Autobahn, auch nicht so geil. So, hier nochmal kurz. Ups. Das vollständig erschließen. Hier auch. Hier auch. Dann dachte ich mir, obwohl, so viel habe ich jetzt echt nicht gewonnen. Hier ein paar Bürogebiete, dann können die da noch arbeiten oder so. Ich dachte, das wäre ganz nett. Manche könnte man auch so ein bisschen abgelegen dann. Dass hier, wenn man jetzt hier eigentlich so schlecht irgendwie anders hinkommt, manchmal, könnte man auf so abgelegenen Gebiet wie. Das Problem ist, ich gucke gerade, die verschmutzt so viel. So eine Müllverbrennungsanlage. Das könnte man hier abgelegen mal irgendwo hinsetzen. Eine. Und dann hätte man auch eine Müllverbrennungsanlage in der Nähe so. Das wäre irgendwie manchmal ganz praktisch eigentlich, wenn die so ein bisschen abgelegen da liegt und sonst, dann stört die keinen. Kann ich dann hier so eine Straße rüberbauen, wo ich das hinsetze? Probieren wir das mal. Weil sonst wird da nichts sein und dann hier so eine. Braucht natürlich noch einen Stromanschluss. Wasser braucht sie auch. Und dann kann halt der Müll direkt da abgeholt werden.
über die kleine Müllverbrennungsanlage und die liegt halt schön weit ab vom Schuss. Dann stört die nicht. So was Ähnliches könnte man hier auch nochmal machen. Denke ich mir so. Ab und zu könnte man sowas nochmal. Und dann Dienstleistungsgebäude, die halt Dreck machen, nochmal ein bisschen auch anzuschließen. Sind da welche schon in Arbeit? 2 von 27. Eigentlich 27. Habe ich da irgendwie das Budget erhöht? Nee. Naja. Und müsste eigentlich dann nochmal auch Müll anfallen. So wenig ist es nämlich gar nicht. Wie ist denn hier der... Nö. Die Richtlinie für das Gebäude ist alles richtig. Hier war eben ein bisschen mit dem Müll ein Problem. Und hier oben haben wir eigentlich genug. So. Ja, und ich glaube, ich komme nicht mehr drum rum. In der nächsten Folge muss ich mich um den Verkehr kümmern hier mal. In dem Industriegebiet. Einmal durch den Güterbahnhof und einmal hier unten durch die Auffahrt ins Gebiet. Weil es gibt massig Rückstau, das funktioniert nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ignorieren, auch wenn ich es gern würde. Also in der nächsten Folge muss ich mich um den Verkehr kümmern. Ich schaue mal, wie ich das am besten entschärfe.